Wir sind heute wieder mal unterwegs auf Burgentour. Wir kommen jetzt gerade aus Rüdesheim rein, wo wir ein Hotel hatten. Und unsere erste Station wollten wir eigentlich auf der Burg Klopp haben, aber die ist leider so gut wie nicht zu besichtigen. 80% ist reiner Gaststättenbetrieb. Nur ein Turm wäre zu begehen, aber der ist nicht groß interessant. Also haben wir das abgelehnt. Machen wir nicht. Das Kloster Rupertsberg ist nicht zugänglich zurzeit aufgrund Restaurierungsarbeiten, also zumindest die Reste und der Keller. Und so dachte ich, gut, die nächste Möglichkeit, Burg Reichenstein im Mittelrhein, im romantischen Mittelrheintal, das ist unser nächster Halt. Ihr könnt es vielleicht schon hier im Hintergrund sehen, es ist schon hier dieser Eingang zur Burganlage. Wir sind also fast da. Und ich würde sagen, erstmal was Geschichtliches. Burg Reichenstein, Mittelrhein. Zur Geschichte. Die urkundliche Ersterwähnung der Höhenburg stammt aus dem Jahre 1213, in dem durch die Reichsabtei Kornelmünster bei Aachen Philipp III. Von Bolanden als Castellanus und Vogt eingesetzt wird. Eine erste Eroberung im Jahr 1253 wird in der Fachwelt teilweise angezweifelt oder gar abgelehnt. Sicher belegt ist die Belagerung, Eroberung und Zerstörung durch König Rudolf von Habsburg im Jahre 1282. Die Burg wurde mit einem Wiederaufbauverbot belegt. Ab 1290 war die Ruine im Besitz der Pfalzgrafen, die 1344 zugunsten von Kurmainz auf sie verzichteten. Darauf erfolgte ein schneller Neubau. Eine doppelte Ringmauer umschloss einen rechteckigen Wohnturm und einen Innenhof der Hauptburg. Vorgelagert war nördlich eine Vorburg. 1397, nachdem der Papst unter Missachtung der Wahl des Mainzer Domkapitels im vorangegangenen Jahr Johannes II. Von Nassau zum Erzbischof von Mainz ernannt hatte, verschanzte sich der 1396 gewählte Erzbischof Gottfried von Leiningen auf dieser Burg. Erst nach 10 Verhandlungen verzichtete er auf den Bischofsstuhl und wurde stattdessen mit dem Amt des Dompropstes von Mainz abgefunden. Sein Einlenken verhinderte einen erneuten Sturm auf die Burg und eine mögliche weitere Zerstörung. Seit dem 16. Jahrhundert war die Burg dem Verfall überlassen. Die Reste wurden 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg gesprengt. 1834 kaufte Franz Wilhelm von Barfuß die Ruine und baute einen Turm zu seinem Wohnsitz um. Seine Erben verkauften 1877 die Burg an den Freiherrn von Rehfuß, der 1889 an den Konsul Schostowski ihr heutiges Aussehen erhielt die Burg dann durch Baron Nikolaus von Kirschpuricelli, einen reichen Industriellen und Besitzer der Rheinböller Hütte. Kirschpuricelli ließ die Burg von 1899 bis 1902 nach Plänen des Regensburger Architekt Bestrebe zu einer neugotischen Wohnburg im Tudor-Stil umbauen. Auf dem Gelände der Vorburg wurden weitere Wohnbauten und ein Aussichtsturm errichtet. Reichenstein war die letzte Burg im oberen Mittelrheintal, die im Zeichen der Rheinromantik wieder aufgebaut wurde. Nachdem die Burg in den 1990er Jahren von der Familie verkauft worden war, erwarb im Jahre 2014 der Medienunternehmer Lambert Leinzing Wolf, einem Nachkommen der Familie Kirschpuricelli, die Burg Reichenstein als Wochenendsitz und betreibt zugleich hier ein Museum sowie ein Hotel- und Restaurantbetrieb. Die Anlage beherbergt in den erhaltenen Räumlichkeiten der Burg ein ausgedehntes Museum mit einer großen Sammlung an historischen Waffen und Rüstungen sowie gusseisernen Takelplatten aus der Stromberger Neuhütte und der Rheinböller Hütte. In den Gebäuden der Vorburg wird ein Restaurant und seit Ende des Jahres 2015 auch ein Hotel betrieben. Daneben können in der Burgkapelle auch Trauungen stattfinden. So, nachdem ihr alles über die Geschichte nun erfahren habt, werdet ihr herausgefunden haben, ich denke, dass die Burg nicht mehr das darstellt, was das Mittelalter betrifft. Aber sie wurde ja angeblich originalgetreu wieder hergerichtet.
Gut, dann wollen wir mal schauen, was davon noch erhalten ist. Und wir sehen uns gleich. Ja, wie? Da hinten, da, auf der Burg, da. Bis gleich. So, dann kommen wir mal gleich hier zum Eingangsportal. Ja, man kann bestimmt auf die Treppe da hochgehen, aber momentan ist hier eine Baustelle. Ja, wie ich schon sagte, die Burg ist leider nicht mehr zu 100% erhalten. Hier ist ein kleiner Übersichtsplan. Wer möchte, kann jetzt mal auf Stopp drücken und sich die Sache durchschauen. Okay. Also, dass diese Sache nicht mehr aus dem Mittelalter stammt, das ist klar. Dafür brauchen wir, und ihr braucht auch keine Brille mehr dafür. Ich denke, ihr dürftet mittlerweile gebildet genug sein, um zu sehen, dass das eine Faksimile ist, eine Nachbildung dessen, was es vielleicht mal gewesen ist. Aber gut, immerhin wurde es so gut wie möglich versucht zu rekonstruieren. Genauso wie hier mit den Spitzbogenfenstern, was ich ja auch im ersten durchaus mal schön finde. Und diesen Erker. Früher war ein Erker nur gedacht als Apporte, also als Toilette. Ja, und das hier müsste jetzt theoretisch der Zwinger sein. Ja, teilweise normal haben Burgenanlagen eigentlich zwei Tore mindestens mal, ja, um den Feind irgendwie einzukerkern, einzusperren. Und dann, dass man ihn von den Seiten her bekämpft, wenn die Mauern hier vielleicht noch höher gewesen sind. Aber wie ich sehe, hat hier mehr Restauration als alles andere. Trotzdem wollen wir die Anlage natürlich besichtigen. Das hier oben dürfte sich noch zum Teil aus Originalbestand bestehen, aber 100% sicher bin ich mir da nicht. So, dass man hier auch Eintritt zahlen muss, ist mir auch klar. Schließlich wird dadurch diese Burg auch erhalten. Wollen wir mal schauen, wie viel wir hier zahlen müssen. Ja, das sieht mir jetzt schon eher nach einer Festung aus. Ich würde sagen, schauen wir doch mal weiter. Aber jetzt schalte ich die Kamera erstmal an. So, wir haben die Drehgenehmigung erhalten, denn diese Burg ist Privatbesitz. Und hier gibt es einige Privatbereiche, die muss ich aussparen. Ich habe ein sehr nettes Gespräch mit den Betreibern gehabt. Und das finde ich super und die werde ich auch später noch erwähnen. Ich bedanke mich trotzdem schon mal jetzt im Voraus. So, erstmal das wunderschöne Mittelrheintal, das wollen wir doch nicht verpassen. Da wollen wir doch mal runterschauen. Wow, ist das eine Aussicht, oder? Schaut mal hier, da fahren die Schiffe. Oder zumindest mal ein Schiff. Und hier noch ein Personendampfer irgendwo. Na, wo ist er? Ah, hier fährt er. Da ist er. So. Dieses Schiff hat Schrott geladen. Ich denke, der geht nach Koblenz-Wallersheim. So, dies ist ein Faksimile. Dies ist eine Nachbildung einer Kanone aus dem 18. Jahrhundert. Das Jahrhundert ist sehr gut zu erkennen anhand dieser Schlaufen und der Hämmerart bzw. Schlagart, ja, des Metalls. Aber trotzdem, die Kanone kann ja original sein, könnte sogar sein, aber der Rest ist, die Räder sind Nachbildung. Die Räder waren bestimmt mal weggefault und man hat sie ersetzt. Und weiter geht's. Die Burg wurde übrigens zum Teil in den Felsen hineingebaut. Das hat sich hier über Schiefergestein bzw. Grauwacke nennt sich dieser Stein auch. Diese Nummern, die man hier sieht, die gehören zum Audioguide, den man bekommen kann. Aber den brauchen wir ja nicht. Denn dafür habt ihr ja mich, oder?
Oje, mein Stick ist etwas locker, sorry. Es wackelt mal ein bisschen kurzfristig. So. Eingang zum Turnierplatz. Das ist der Halsgraben. Hier war die Außenmauer von der Hauptmauer getrennt. Und da wollen wir doch mal reinschauen. Bevor wir ins Hauptgebäude gehen. Ui! Da machen wir mal das Handy oder die Kamera, du Zeller. Ich filme momentan gerade mit dem Handy, weil meine andere Kamera den Geist aufgegeben hat. Aber das ist auch gut genug, finde ich. Und schon ist alles was. Ja, elektrische Leitung brauchen wir nicht filmen, nur. Ja, das ist jetzt immer, jetzt ist natürlich etwas leicht überbelichtet. So. Ui, also das ist jetzt. So. Anscheinend stimmt hier irgendwas nicht mit der Kamera. Vielleicht muss ich sie nochmal neu starten. Schön, hier kann man sich hinsetzen, die Sonne aufscheinen lassen. Wow. Ich schalte mal kurz die Kamera. So, ich habe die Kamera jetzt neu eingestellt. Ich hoffe, dass sie jetzt gut genug funktioniert. Und wir wollen weiterschauen. Also, ich denke, das geht hier erstmal ziemlich stark nach oben. Die Vera, der Koppelverband Vera geht zu Berg, anscheinend leer. Ein Roro-Schiff. Roro heißt Roll-on, Roll-off. Also da können LKW und Traktoren draufrollen über eine Rampe. So. Ja, dies ist wohl die Vorburg hier zur Hauptburg. So wie es jetzt ausschaut. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Besonderheit. Ein Bienenhotel. Wow. Ja, je höher wir hier kommen, ne? Ja, hier kann man eine Untiefe erkennen. Hier einen der letzten Werte, wie man sie auch nennt, oder die letzten Untiefen dieser Region. Die nächsten sind erst wieder bei Oberwiese. Wer möchte, kann auch Stopp drücken. Ja, man sieht, dass hier schon mit Beton nachgeholfen wurde. Aber ich denke, das dient der Stabilisierung eines so alten Gewölbes. Naja, gut. Thank you.
So. Der Beton verwendet zur Stabilisierung. Ich habe das eine Tür. Aber auch noch wieder an der Tür. Ja, der Arzt muss dafür was kosten. Aha. Hier muss ein Durchgang gewesen sein. Den haben die hier zugemauert. Ja. Deutlich zu erkennen. Hier die Könige. Aha. Wo geht's da wohl hin? Keine Ahnung. Da geht's ins Nichts. Ja, dahinter ist alles frei. So, wieder hat sich die Kamera verabschiedet. Warum, weiß ich nicht. Wie gesagt, ganz hoch kommen wir nicht. Wie ihr seht, haben wir hier kein Geländer, das wäre echt etwas, ja, unsicher. Ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt noch, aber ich werde jetzt den Weg nach unten filmen. Und dann werden wir eben nochmal die ganze Sache machen. Ach, naja. Das ist das Problem, wenn man einen Stick hat, der eine Bluetooth-Fernbedienung hat. Und man hat Bluetooth aktiviert. Und den Stick kann man nicht anfassen, ohne auf diese Knöpfe zu kommen. Naja. So, hier ist der Schacht. Da drüben auch. Füllen wir mal runter. Da werden wir nachher unten ankommen. So. Ich glaube, seit dem Ritterplatz habe ich die Kamera ja nochmal neu justiert. Ab da dürft ihr ja mitbekommen haben, was Sache ist. Aber egal. So, hier sind wir wieder draußen. Ja, diese Ecke, man sieht, dass der Beton schon ein bisschen bröckelt. Er ist vor einigen Jahren neu eingezogen worden zur Sicherung. Aber man muss da am Ball bleiben, weil bei solchen alten Gemäuern, gerade bei Schiefersteinen und Grauwacken, da ist das so eine Sache, da kommt viel Feuchtigkeit rein. Und ja, wenn es dann im Winter zur Eisbildung kommt, dann kann das schon mal verheerend sein. Und dann kann es Absprengungen geben vom Gestein und könnte eventuell sogar dazu führen, dass hier solches Gestein oder irgendwas von hier hinunterfällt und irgendjemanden verletzt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Genau wie auch hier dieser Bewuchs von Efeu. Die Wurzeln sprengen natürlich das Gestein. Ansonsten muss man sagen, das war ein mächtiger Bau. Das ist schon ein gewaltiges Monument hier. Zumindest wir hier noch in der Vorburg sind. Zur Hauptburg kommen wir hier erst noch. Ja, wer mich keuchen hört, ein wenig. Ich bin nicht der Jüngste, ich bin über 50. Zweitens, ich bin auch nicht der Leichteste, aber es geht noch. Und zweitens, meine Güte, ich mache sowas auch nicht oft. Ich bin nicht trainiert. Von daher. Aber ich muss eins gestehen, von Burg zu Burg wird das besser. Je öfter ich das mache,
Ich denke mal, dass das wie ein Training ist. Ja. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich viel zu bewegen, denn das ist gesund. Ja, bei mir ist die Ernährung auch nicht top. Das möchte ich zugeben. Ich bin da nicht der, bin kein Engel. Nein, nein, nein. Ich habe auch ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter sitzen, was mir ab und zu ein Schnitzel oder zu einem Schnitzel rät, statt zu einer Portion Gemüse. Aber ich denke mal, der Mix macht es doch, oder? Aber ich weiß, manchmal kann man das auch nicht immer einhalten. Gerade in manchen Berufen. Gerade ich bin LKW-Fahrer, da lässt sich das nicht immer vermeiden, dass man mal was Schnelles isst. Aber ja, man müsste es eigentlich zugegebenerweise. Aber gut, ich bin kein, möchte jetzt hier auch kein Moralapostel spielen. Und ich möchte auch niemanden hier bevormunden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er lebt und was er isst und was nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich die Kamera neu justiert habe. Wunderschöne kleine Röschen. Hübsch. Auch da hinten haben wir ihnen wieder ein kleines Hotel und hier vorne auf dem Holzstamm ein kleines Vogelhäuschen. Vielleicht auch für ihre Fledermäuse. So, dann kommen wir mal Richtung Hauptburg nun. Was ich hier befunden habe, ist, ob hier eine Zugbrücke eine größere gewesen ist oder eventuell noch ein Torgebäude existiert hat. Vielleicht war das Ganze hier auch schon geschlossen, weiß ich nicht. Aber eine kleine angedeutete Zugbrücke existiert. Ob sie natürlich funktional ist, weiß ich nicht. Aber könnte sein. Zumindest ist es eine Zugbrücke. Mit einer Kette. Und Umlenkrollen. Und sogar ein originales Fallgitter ist hier vorhanden. Ob das nur dekorativ ist, weiß ich nicht, weil es ist aus Holz und nicht aus Metall, wie es ehemals gewesen ist. Normal waren die aus Schmiedeeisen. Gut, der beste Zustand des Holzes ist das nicht mehr zugegeben. Hier musste man noch mal ran. Hier müsste man auf jeden Fall nachbessern, weil hier haben wir schon eine Stolperfalle, Stolpergefahr. Ein Kind könnte sich hier auf jeden Fall den Fuß brechen oder sich zumindest verletzen. Ja. Wie gesagt, ob diese funktioniert, hier ist die Welle. Ja. Sie könnte tatsächlich funktionieren. Ich denke, wenn man da oben steht und daran dreht, dann wird sich das Ding hier anheben. Das Tor, was hier eingehängt ist, das entspricht ungefähr dem 18. Jahrhundert, nicht mehr dem Mittelalter. Es wurde natürlich nachempfunden, ganz klar, ja, aber es ist nicht original. Und auch das Gemäuer hier, das kam später in der Restaurierungsphase. Hier wurde viel restauriert und instand gesetzt und auch, ja, ich sag mal, rekonstruiert. Was wir hier hinten dran haben, schauen wir mal. Ja, hier geht es auch in irgendwelche Gemächer, aber hier ist Baustelle. Ja. Da dürfen wir nicht mehr hin. Da hat eine. Das ist hier das Museum der Burg Reichenstein. Aber ich würde sagen, lass uns dann nachher noch mal reingehen. Naja, okay, diese Geweihe sind nicht so meins. Aber gut.
Lass uns nachher durchs Museum gehen. Erstmal die Burg. Hier kann man noch erkennen, diese Erkergebäude hier. Man sieht ganz deutlich, dass dies ein Faksimile ist. Diese Erker waren ehemalig Toilettenanlagen. Allerdings ist hier keinerlei Öffnung mehr vorhanden. Dies ist eine Nachbildung und entspricht nicht mehr dem Original. So, hier nochmal drei Kanonen desselben Kalibers, wie vorhin nachempfunden, versteht sich. Aber auch die haben einen gewaltigen Wumms. Hier haben wir ein ehemaliges, ja, ob das mal ein Taufbecken war oder nicht, vielleicht einfach nur ein Wasserspender hier mit einem Anschluss und ein Abfluss. Ja, dies diente einst mal der Erfrischung. Hier oben hatte man wohl Fackeln drauf oder Lampen. So, wollen wir mal schauen, wo es hier noch lang geht. Ja, auch hier kann man erkennen, hier oben wurden auch alte Teile wiederverwendet, die man wohl gefunden hat. Ja, hier rechts geht es zum Beispiel, ist gesperrt, das ist privat, da wollen wir nicht filmen, das geht niemand was an. Wir steigen wohl nun hinab in den Halsgraben der Burg oder in den Außenbereich oder Vorbereich, wo eventuell früher mal Handwerker und Bedienstete oder auch Stallungen sich befunden haben. Hier tobte das Leben mehr oder weniger. Vor diesen Burgen, vor den Mauern, hier waren Gehöfte untergebracht. Hier waren Stallungen für die Pferde oder auch die Handwerker hatten hier ihre Ecken. Ja, dieser Bereich hier, der ist privat, da kommen wir nicht rein. Vielleicht gehört auch zum Teil des Museums und auch dort hinten das Tor. Da geht es in den Privatbereich. Das interessiert uns nicht. Ja. Auch hier ist ein Abstieg hinunter. Allerdings ist der verschlossen. Wahrscheinlich ist er noch in Restaurierung. Dann laufen wir mal hier außen entlang und begutachten mal die Burg von außen. Auch hier kann man ganz deutlich einen ehemaligen Toilettenerker erkennen. Dieser ist mittlerweile unten natürlich geschlossen. Schließlich möchte niemand etwas auf den Kopf bekommen sozusagen. Aber man kann auch erkennen, dass dies eine Rumpelkammer ist. Mittlerweile, ich zoome euch da mal ran. Ja, ich kann gerade nicht zoomen, warum auch immer. Ich glaube, ich muss die Kamera mal kurz abschalten. So, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt kann ich euch da ranzoomen. Ja, da steht ein Besen drin. Also eine Rumpelkammer. Nachher werdet ihr im Schnitt sowieso das Ganze nicht mehr sehen, die Fehler, die ich jetzt gerade hier gemacht habe. Aber ich glaube, ich sammle die Fehler mal ein wenig und bringe am Ende des Jahres für euch vielleicht, ich schaue mal, wie ich es hinbekomme, ein kleines Outtake, ja, wo ich vielleicht mal auf die Fresse falle, wo mir die Kamera aus der Hand fällt oder irgendwas abstürzt oder ich Fehler mache. Ob wir da oben hineinkommen, das kann ich euch leider nicht versprechen. Das werde ich sehen, wenn wir im Museum sind. Auch hier hinten ist es geschlossen. Das ist Privatbereich anscheinend und da wollen wir nicht filmen. Das geht uns nichts an. Ja, auch hier liegt elektrisches Kabel herum. Das heißt, hier wird noch etwas gemacht. Geht uns also wieder nichts an. Wollen wir nicht unnötig stören. Ich würde sagen, wir sehen uns im Museum.
Ein kleiner Zusatz noch. Hier oben befindet sich ein Wasserspeier. Man sagt ihnen ja auch magische Kräfte zu. Naja, so zumindest mal die Mystik. So, wir sind im Museum angekommen. Hier eine kleine Kanone. Ja, das ist wahrscheinlich sogar eigentlich funktioniert. Hier haben wir die Pulver, die Lunsenöffnung. Hier vorne wird die Kanone mit diesem Gerät gestopft. Kommt ein Tuch rein, die Kugel rein. Also erst Schwarzpulver, dann ein Tuch, dann die Kugel, noch ein Tuch. Und dann wird die Lunte hier reingesteckt, wird angezündet. Ja, und bumm. Eine Familie, Jägersfamilie. Hier ein Kamin, wie wir ihn schon auf vielen Burgen gesehen haben, hier tatsächlich im Original erhalten. Ja. Und das sind die sanitären Anlagen, die interessieren uns nicht. Das sind sogenannte kleine Mörser, wie wir sie auch aus der zweiten Weltkrieg kennen. Die gab es also schon früher. Hier nochmal so eine kleine Kanone auf Rädern. Und das hier. Ja, was ist das? Das ist tatsächlich eine der allerersten Bomben, die man tatsächlich verschossen hat. Könnte sich aber auch um eine Art von Mörser handeln. Ja, gut. Eine ganze Familie, die wohl hier auch gelebt hat früher. So. Wohl einer der ehemaligen Burgherren oder sowas. So, was haben wir hier? Hier haben wir die erste elektrische Anlage zur Ermittlung von Daten. Diese Scheibe dreht sich. Und erzeugt eine Spannung, also es wird eine Spannung induziert. Das Ganze lässt sich dann hier, gibt es Funken, ja, hier. Das macht das Bratzel dann so ein bisschen, so ja. Und somit ähnlich an den Telegrafen. Hiermit konnte man die Spannung messen, das war eines der ersten Durchgangsprüfer. Und hier ist ein Hörer, ein Ohrhörer, mit dem man die Telegrafensignale hören konnte. Ja, und dieses vielleicht zur ersten Möglichkeit von Sprechverbindung. Keine Ahnung. So genau bin ich in dieser Technik auch noch nicht. Das war zur Zeit, als diese Burg elektrifiziert wurde. Ja, hier haben wir eine E, L, also das ist wohl Low und Energy, also Hochvolt, ein Amperemeter, und zwar auf der rechten Seite. In der Mitte haben wir auch Ampere und hier haben wir die Spannung, die Voltage. Tja, hier fehlen noch sämtliche Teile, hier werden noch welche hinzugefügt. Was das hier weiß ich nicht, sieht eher aus wie ein Feuer. Ach ja, ihr seht die ganzen Kontakte hier. Sowas hatte man eigentlich auf den Schiffen. Durch diese Signale. Ich glaube, damit konnte man herausfinden, in welcher Richtung man etwas hört. Vielleicht über U-Boot ähnlich. Oder das Schließen der Schotten, das kann auch sein. Tja, hier ein Kontobewegungsbuch, hier konnte man genau sehen, wer hat welche Ausgaben gehabt, haben, Guthaben. Hier haben, hier oben. Und dann haben wir hier das Soll. Ja. Ja. Also sprich hier, das ist das, was sie wirklich noch hatten. Und hier das, was abgezogen wird. Und das muss immer ein gewisser Variant stehen. Da muss alles stimmen, weil sonst hat man nichts mehr und ist pleite. Also das sind ganz alte Begriffe, die wir heute noch ganz normal auf den Banken benutzen. Im Finanzverkehr meine ich.
Das sind hier Baupläne dieser Burg zum Teil oder der Nebengebäude. Was das hier ist, weiß ich nicht. Irgendwie Gesteine, die hier wohl gefunden wurden. Auch zum Teil Zähne sogar aus und Kristalle. Na gut, okay. Na gut, man muss ja bestimmen, bevor man was baut, wie was es aushält. Ne? Materialprüfung sozusagen. Ja. Na gut, eine Standarte. Die Wachleute hatten sowas meistens noch. Hier hinten sehen wir alte Öfen, die es im Mittelalter, wie aber auch schon in der Barockzeit gab, später auch, das sind richtig alte Bombenöfen, wie man so schön sie nennt. Also ich kann mich sogar aus meiner Kindheit noch erinnern, dass wir solch einen Ofen hier besaßen. Und die Dinger waren richtig gut, das muss ich euch sagen. Ja, das ist ein Tresor mit einem Schließmechanismus, wie man gut erkennen kann. Gar nicht mal so einfach zu knacken. Genau wie hier. Das waren die ersten Truhen, die wohl wie ein Tresor funktionierten. Da ging es ja immer da, wenn der Hammer richtig draufgehauen hat. Ja, da war sie genauso kaputt. Also, hat sich was im Schließmechanismus. Ja, das sind jetzt die richtig alten Öfen hier, den man Holz und Briketts verfeuern konnte. Also ich kann mich noch gut an meine Großmutter erinnern, die hatte tatsächlich noch so einen Ofen in ihrem Haus stehen. Das sind so eher die, ja, die etwas günstigeren Öfen, die eher in Werkstätten rumgestanden haben. Gibt's hier noch was? Scheinbar sind die irgendwelche Platten oder, wie sagt man, Kupferstiche aus der Vergangenheit dieses Gebäudes, dieser Burg. Hier 1586 sieht man jemanden, der wohl jemanden enthauptet hat. Ein Scharfrichter sozusagen. Hier sieht man den Jesus am Kreuz. Ja. Kein Durchgang, klar, das ist privat und auch hier ist privat. Da wollen wir es gar nicht finden. Dies war wohl ein Ofen, wo in einem Aufenthaltsraum oder irgendwo gestanden haben muss. Und das eher so in Kemenaten standen. Oder auch Küchenöfen. In der Küche hatte meistens solch drei, ja, geschossige, sagen wir mal, Öfen. Gut, geht's noch hinauf. Da haben wir gleich dazu. Wir wollen erstmal die andere Seite schauen. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ihr habt gesehen, so ein wunderschönes Gewölbe haben wir hier. Jetzt gehen wir mal hier hinein. Hier haben wir einen kleinen Trinkbrunnen, wie man ihn zur Zeit des 15. Jahrhunderts hatte. Alter Wandteppich aus dem Mittelalter. Wow. So, hier geht es natürlich nicht hinauf. Das geht uns nichts an. Das ist privat, das filmen wir nicht. Und hier kann man was sehen, wie die feine Gesellschaft damals gespeist hat. Ich versuche euch da mal So, bitte schön, schaut euch das mal an. So hat man damals gespeist. Die ganze Familie an einem Tisch. Und ganz hinten in der Ecke kann man einen wunderschönen alten Kamin erkennen, wie er im Mittelalter vorhanden war. Und was man auch sieht, was auch in Adelskreisen bekannt und beliebt war, man hat die Ahnen hier komplett am Tisch gehabt. Und zwar auf beiden Seiten. Und ich darf euch noch was sagen, in vielen Adelskreisen kam es vor, dass man nicht nur die Bilder hatte, sondern sogar außen herum die einzelnen Urnen stehen hatte. Denn auch das gehörte in manchen Kreisen zum guten Ton, dass man seine Ahnen bei sich zu Hause hatte. Eine Beerdigung auf einem
Friedhof, das kann gar nicht helfen, Vater. So, auch hier haben wir wieder privat aufgehängt. Das filmen wir nicht, das geht uns nichts an. Hier haben wir eine kleine Kapelle, natürlich abgeschlossen. Aber ich denke, dass auch diese privat genutzt wird. Trotzdem eine sehr schöne kleine Kapelle. Hier haben sich die Menschen ihren Segen geholt, bevor sie in die Schlacht gezogen sind. Ich kann auch Gewänder erkennen, mittelalterliche. Ob diese original sind, das weiß ich leider nicht. Sie sehen sehr gut erhalten aus. Aber ich denke, dass es Faksimile sind, die hier hängen. Vielleicht für Ritterspiele oder irgendwelche Veranstaltungen hier auf der Burg. Ja, hier diese ganzen wunderschönen, ja, Figuren. Ich denke mal, sie stammen aus einer anderen Kirche oder Kapelle, die einst hier mal war. Hier kann man wenig erkennen, im Kleinen natürlich, wie sich so was abgespielt hat. Ja, hier eine der ersten, ja, die ersten Zeitungsausschnitte, als man ja den Tod von Menschen bekannt gemacht hat. Todesanzeichen. Ja, es ist schon eine alte Kultur, dass man sowas preisgegeben hat. Was das eins war, ich denke, dass das mal ein Schrank war, ein in die Wand eingelassener Schrank. Man kann auf beiden Seiten noch die Könige erkennen, wo die Türen eingehängt waren. Ich denke, dass es ein heiliger Schrein war, dass hier eine heilige Figur drin stand, vielleicht sogar Hildegard von Bingen. Kundenbild der Rösterin, der betrübten zu. Ja. Moment, Kürenburg, wo auch immer das ist. Diese Tür führt bestimmt in Privatgemächer, das geht uns nicht an. Wir haben hier auch noch eine Außenterrasse natürlich, wo man ein wenig sich ausruhen kann. Auch sehr schön. Man sieht hier einen alten Brunnen, der aber original ist. Das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Wir können ja mal schauen, oder? Hier die Umlenkrolle für den Eimer. Dann schauen wir mal hinein. Ja, da ist sogar Wasser drin. Dies ist kein Brunnen, dies ist eine kleine Zisterne. Alles andere ist privat überall und geht uns nichts an. Also würde ich sagen, man kann nur sagen, dass das mal ein Wehrgang gewesen ist. Aber zurück zur Burg. Ein wunderschöner gefliester Boden. Alles aus verschiedenen Fliesen zusammengesetzt. Also man erkennt auch hier, dass man damals alles zusammengetragen hat, was noch irgendwie da war. Hier hat man versucht, ein Muster hinzubekommen. Ist nicht ganz gelungen. Hier kann man erkennen, dass die Burg in den Fels hineingebaut wurde. Ja, und hier wohl ja, eine sogenannte Sennerin, ja, so nannte man diese Frauen, ja, mit Hund und mit Bogen. Ich denke mal, dass sie diese gute Dame auf der Jagd war. Aber das war so die damalige Vorstellung von Erotik eventuell. Aber warum auch nicht? Eben das seine. Dann wollen wir mal die Treppe hinaufgehen. Hier überall Kupferstiche. Hier noch so ein Wandschrank. Hier kann man noch sehen, hier ist eine Nähmaschine drin. Eine alte. Oder ist das sogar ein Ventil? Naja, jedenfalls eine Mechanik. Was auch immer das bedeuten mag. Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir wohl so eine Art Bibliothek des Mittelalters und der Moderne. So sahen Bibliotheken aus. Und Leute, ich rieche diese wunderschönen Bücher. Ein Geruch, das Wissen ausstrahlt, das Gepflegtheit. Und das einfach, ja, Bildung auch ausstrahlt. Ein wunderschönes Kupferfernrohr können wir hier auch erkennen. Wow.
wunderschöne alte Bücher. Oh, ich liebe Bücher. Leute, wenn ihr diesen Geruch eben gerochen hättet. Aha, dies ist wohl auch so etwas. Ich soll auch eine Dame wohl darstellen. Auch so eine Art Kunst. Hier das Kartenzimmer. Ja, Kartenzimmer. Man geht also davon aus, dass hier gespielt wurde. Dies ist allerdings falsch, denn das Kartenzimmer oder ein Kartenzimmer wurde eingerichtet, um Feldzüge zu planen. Hier ging es nicht um Spielkarten, sondern hier ging es ganz einfach um Feldzüge, um Landkarten, um zu planen, wen greife ich als nächstes an oder wie verhalte ich mich mit meiner Taktik. Man kann auch hier gut erkennen, die Menschen waren kleiner früher. Das Musikzimmer, ja, das gab es wirklich, aber erst ab dem 16. Jahrhundert. Im Mittelalter kannte man sowas nicht. Erst ab 1580, 1590 kannte man auch das Klavier bzw. Harfe, gab es schon früher, die gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert. Allerdings ein Musikzimmer, wo musiziert wurde, das ist erst seit Mozart bekannt. Wie man auch da hinten gut erkennen kann, hier haben wir nämlich die Büste von Wolfgang Amadeus Mozart stehen. Die schwarze Büste. Ein wunderschöner Steinway-Flügel hier übrigens. Und man sieht ganz deutlich, dass es hier sich definitiv um das Barock handelt. Weiter geht's. Wunderschön alte Uhr, eine Sheffield. Die Marke Sheffield stammt aus Bristol, aus der Großbritannien. Ja. Wobei Sheffield, die Stadt existiert ja schließlich auch, aber hat nichts mit der Marke zu tun. Der Entwurf oder der Erfinder der Uhr hieß Bottom. Ich denke, die Bottom, das waren glaube ich sogar Adlige, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier haben wir eine alte Nähmaschine. Eine der ersten Nähmaschinen auf Fuß betrieben, wie man sieht. Hier fehlt allerdings das Verbindungspleuel. Wunderschön. Ich glaube, mit der Uhr habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, sie wurde in Sheffield gefertigt. Tut mir leid, mein Fehler. Dort hinten eine Spindel, ganz deutlich zu erkennen. Hier hinten, ganz hinten am Fenster. Spindeln sind schon seit dem Mittelalter bekannt. Auch in vielen Märchen spielen sie eine Rolle. Ja, zum Beispiel, man soll Gold spinnen, zum Beispiel. Also auch da, ich glaube, war das Aschenputtel oder Aschenbrödel oder wie sie es nannte. Ich bin mir nicht sicher. Wer es weiß, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ich bin momentan ein bisschen durcheinander, was Märchen angeht. Hier zwei wunderschöne kleine Faksimile, zwei wunderschöne kleine Modellschiffe aus der Zeit des 18., 19. Jahrhunderts. So sahen die Segelschiffe damals aus. Die Takelage war schon ganz schön anspruchsvoll, muss ich sagen. Wer sich da auskannte, der war auf jeden Fall, der konnte was. Auch hier wieder, das ist wohl die Lorelei oder was? Diese gute Dame, die hier halbnackt posiert. Das war ein gern gesehenes Kunstobjekt. Ein Bild mit einem echten Uhrwerk darin. Das gab es tatsächlich. Man mag es nicht glauben, das Uhrwerk ist nicht gemalt, das ist tatsächlich echt und funktioniert sogar. Na gut, dieses ja nicht. Aber ein echtes Uhrwerk. Hier sind tatsächlich echte Uhrwerke verbaut. Unglaublich.
Also da muss ich mal, da werde ich mal für euch mal googeln. Vielleicht blende ich es im Video ja jetzt unten ein, wer dies erfunden hat. Und dann könnt ihr euch das ja mal zu Genüge. Hier haben wir die Rüstungskammer. Ja, hier sieht man die einzelnen Rüstungsphasen, sage ich mal. Es gab hier verschiedene Rüstungen oder ich glaube, man nannte das Harnische, nannte man das genau. Rüstung, das ist ein Wort, was Leute verwenden, die es nicht anders kennen. Also man sagt nicht Rüstung, man sagt Harnisch dazu. Ja, und die Harnische waren je nach Person auf die Person angefertigt. Und ihr werdet sich glauben, nicht nur die holde Männlichkeit hat sich schon mal in Harnisch geworfen, nein, auch die holde Weiblichkeit hat sich dazu hinreißen lassen, sich hier und da mal in einen Harnisch zu werfen und mit in die Schlacht zu ziehen. Der berühmteste Fall war unsere Frau von die Jeanne d'Arc, ja, die also Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Aber auch andere Frauen in der Geschichte haben sich nicht geziert, sich auf den Schlachtfeld blicken zu lassen und auch den ein oder anderen Sieg einzufahren. So ist es nicht. Also die Frau ist nicht immer das schwache Geschlecht. Kommen wir in die oberen Stockwerke. Wunderschönes altes Klavier. Ja, natürlich darf man es nicht berühren. Unsere Hände sind fettig und das würde natürlich die Oberfläche zerstören. Und das wollen wir doch nicht. Einfach stolz, oder? Hier kann man eine Heiligengeschichte erkennen, welche weiß ich jetzt nicht. Aber anscheinend geht es wohl um einen frühen Verlust. Das ist der Herr Eduard Puricelli, Erbauer von Schloss Lisa. Er war übrigens Miteigentümer auch von dieser Burg im Übrigen, in der ich mich gerade befinde. Und dies ist eines seiner Gewänder. Wow, man sieht, die Menschen waren damals doch etwas zierlicher gebaut. Ja, es gab auch dicke, es gab auch besser beleibte, ja, das kann man hier sehr gut erkennen. Also es waren nicht alles dünne Menschen, vor allem Mönche, die hatten einen Bauch, genau wie ich hier. Und ich vom Nachlass der Kammerherren und des Staatsministers Clemens Freiherr von Solms 1908. Okay. Wow. Anfassen tun wir das natürlich nicht. Ja, weil, wie gesagt, unsere Finger würden alles zerstören und das wollen wir nicht. Wer möchte, kann das Ganze natürlich mal ab und zu auf Stopp setzen. Ich kann euch aber leider auch nicht sagen, wer das alles ist. Nicht alles ist beschriftet. Aber der Adler scheint schon immer ein Machtsymbol gewesen zu sein. Oder ein Wappentier, sagen wir es mal lieber so. Ein Wappentier, okay. Ja. Das ist der ostpreußische Adler, wie aber auch halt der altdeutsche Adler. Genau, aber auch der österreichische. Ich glaube, das hat früher sowieso alles zusammengehört im Großdeutschen Reich, der Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin da nicht zu 100% drin, aber ich meine es genauso gelernt zu haben. Der deutsche Fotografen war eine Ehrenurkunde. Wow. Das sind hier lauter Urkunde und Ehrenmitgliedschaften. Der Freiherr von Solms Alst und sein Schloss.
und natürlich einiges in Latein gehalten. Natürlich Latein, die Sprache der Gelehrten. Hier so einige Abzeichen, wie wir sie auch heute noch an vielen Generälen finden können. Hier haben wir zum Beispiel die belgische Flagge, schwarz-gelb-rot, die wir hier finden. Schwarz-rot-gold werden wir hier nicht finden, das gab es damals noch nicht, als diese Orden und Abzeichen verliehen wurden. Man merkt, wie hier alles klappert, wenn man hier läuft. Ganz klar, wir haben hier einen Holzfußboden und Holz lebt. Das bewegt sich nun mal, wenn wir darüber gehen. Und das schöne alte Pulverwaffe oder auch ein, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, eine Waffe mit gleichzeitig mit einem Speer daran. Egal, auch Dolche sind hier zu sehen, Säbel. Die 4096 Ahnen seiner Majestät des deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Wilhelm II. Dann ist das also doch dahinter der preußische Adler gewesen, wie ich es gewusst habe. Denn mein Vater kam zwar aus den Niederlanden, hatte aber ostpreußische Vorfahren. Aber Ostpreußen und die Niederlande waren ja auch verbandelt. Das Ganze war ja früher mal urdeutsch im Übrigen. Denn es heißt auch im niederländischen Text der Hymne, wir seien von deutschem Blute. So, hier sehen wir für Kinder, ist hier ein bisschen was aufbereitet. Hier ist ein wenig eine Schlacht dargestellt. Ein paar Spiele für Kinder, die die Geschichte lehren sollen. Die Rheineife. Ein Puppenhaus der damaligen Zeit. Sehr schön gearbeitet. Wow. So, und weiter geht's. Sie wollen hier nicht weiter stören. Hier vorne sehen wir sogar Schilder. Naja, ein Schild, das trug ein jeder Ritter. Und manchmal hatte man hier ein Wappen oder eine andere Figur, die schon von weitem dann angezeigt hat, mit wem man es hier zu tun hat. Ja, und deswegen, man führte das Wappen im Schilde, so hört der Spruch, etwas im Schilde führen. Wunderschönes Gemälde. Wow, wollte nicht wissen, was das wert ist. So, jetzt wird es etwas heller, wir kommen ganz nach oben. Hier sehen wir nochmal eine Waffensammlung, hier natürlich nichts berühren. Ja, wir wissen das, das habe ich euch ja eben schon erklärt. Und das respektieren wir doch auch. Eine Szene, ja, da ist dieser Herr hier, wohl der Hahn im Korb, wie man so schön sagte. Ja, und hier haben sich Männer natürlich auch an die Frauen ein wenig rangemacht. Ganz klar, die Liebe und die ganzen, und die Minnesänger nicht zu vergessen. Der Minnesang, den, der war im Mittelalter natürlich weit verbreitet. Hier kann man ein Gewand erkennen aus dem 14. Jahrhundert. Nachgestellt, versteht sich. Wir hier hoch dürfen. Ja, hier darf man hoch, aber das hier nicht. Das ist privat und wird nicht weiter gefilmt. Das geht uns nichts an. Ja, wir sind hier in einer Weingegend. Ganz klar, dass es die verschiedensten Weinutensilien gibt und gab. Getränke waren hier schon immer ein Muss. Oh, ja. Dies nennt man eine Empore. Hier hat Frau von Welt ihre Sachen drin gehabt. Hier oben wohl ihren Schmuck und so weiter. Ja, privat geht es jetzt an. Eine wunderschöne Truhe der damaligen Zeit. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Auch dieser Schrank ist sehr alt. Allerdings stammt er aus dem 15. Jahrhundert. Dies ist eines der ersten Holznachbauten, Holzmodellschiffe,
die gebaut wurden aus dem 19. Jahrhundert, als Spielzeug gedacht. Ja, hat wohl sogar funktioniert, habe eine Schraube. Ich denke, dass hier gleich mal eine kleine Dampfmaschine eingebaut war, die man mit betreiben konnte. Natürlich ist dieses Schiff mittlerweile wohl nicht mehr schwimmfähig und müsste neu kalt. Für sowas Ähnliches habe ich ja auch meine Kamera-Equipment und die damalige Damen von Welt auch. Dies ist ein Waschtisch aus dem 16. Jahrhundert. Ein altholländischer, um es genau zu sagen. Hier ist ein Vorhang, der dient als Kältefalle im Übrigen. Und die Tür führt zum Berg hinauf. Das ist doch schon mal was, oder? Jetzt sind wir auf dem Dach der Burg und können fast bis nach Bingen schauen. Hier reiht sich eine Burg an die andere. Dorthin könnt ihr die andere Burg Rheinstein erkennen. Ja, die Leiter ist natürlich für uns gesperrt. Das ist ja wohl klar. Und der Turm auch. Okay, verstanden. Und nun der Wehrgang. Bis zum Gatter könnten wir hinunter, aber da steige ich jetzt nicht hinab. Man kann ja erkennen, wie es aussieht. So Leute, da oben waren wir. So. Ach ja. So Leute, ich ruhe mich jetzt noch ein paar Minuten aus und dann geht's wieder nach unten. Etwas aus der Sonne rausdrehen, damit ihr mich auch erkennt und dass ich auch was sehe. So Leute, wie gesagt, das war der oberste Punkt. Ihr habt jetzt auch das ganze Museum anschauen können. Ich habe versucht, euch das ein wenig rüberzubringen, die ganze Stimmung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine oder mittelkleine oder mittelgroße Besichtigung dieser wunderschönen Burg. Dies war die Burg Reichenstein und ja, wir steigen jetzt wieder hinab. Allerdings werde ich den Abstieg jetzt nicht mehr filmen. Wir sehen uns vor dem Portal. Ich würde also sagen, bis gleich. Ein kleiner Nachtrag beim Abstieg. Ihr seht diese wunderschönen gefertigten Kandelaber hier. Die stammen, also sie sehen aus, wie sagen wir, aus der Neugotik. Ja, aber das stimmt auch. Aber sie sind erst im 19. Jahrhundert gefertigt worden. Die alten waren wohl nicht mehr fit. Und zweitens wurde sehr viel hier auch am Gewölbe rekonstruiert. Die Burg war ja zu 70% komplett zerstört worden. Also, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns unten. Oder wollt ihr mitgehen? Ja, wollt ihr mit? Na gut, dann kommt, dann nehme ich euch doch wieder mit nach unten. Was soll's? Könnt ihr noch mal kurz Blick erhaschen an mich. Auch dieser wunderschöne große Schrank, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Der stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das sieht man an seiner Verarbeitung. Figuren, die sind mir gar nicht aufgefallen. Ja, die hat man gebraucht für auf den Karten. Ich habe euch ja was über den
Kartenraum erzählt und über Taktik und so weiter. Dafür hat man diese Figuren benutzt, um sie auf der Karte aufzustellen, um dann zu wissen, wie momentan oder die momentane Gefechtslage ist. Oder auch war. Ach, ein kleines, nochmal zurückzukommen zu dieser, ja, wo die Elektrizität erzeugt wurde. Dieses Verfahren übrigens wurde erfunden von Michael Faraday. Daher sagt man heute noch, Faraday ist ein Käfig, sitzt man im Flugzeug, in einem Auto oder in einem Käfig, kann der Blitz uns einschlagen und es wird nichts passieren. Hier sehen wir noch eine alte Feuerwehrpumpe, Wasserpumpe, eine Wasserspritze. Die ist aus dem 19. Jahrhundert. Ja gut, diese Teppiche sind jetzt nicht alt. Die bekommt man heute noch in vielen Teppichhändlern. So, wir verlassen die Anlage nun. Flusskreuzfahrt. Was Langweiligeres könnte ich mir nicht vorstellen. Aber eben das eine. So, hier waren wir vorhin drin. Steigen nun hinab und begeben uns auf unsere Weiterreise zur nächsten Burg. Mal schauen, welche das sein wird. So, wir verlassen nun die Anlage und begeben uns, wie ich schon sagte, auf unsere Weiterreise zur nächsten Burg. Mal sehen, welche das sein wird. Das wird jetzt hier noch nicht verraten. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuschauern. Danke fürs Einschalten, fürs Mitgehen und ja, für eure Geduld. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es hat euch etwas Freude gemacht. Ja, wenn dem so ist, ja, wisst ihr doch, ne? Ja, brauche ich doch nicht dauernd erwähnen, oder? Immer das Betteln hier, den da drauf. Ne? Ja, klar. Und ihr wisst ja, wenn ihr von mir nicht genug bekommen könnt, dann klickt auf den Abo-Knopf. Ansonsten bedanke ich mich auch noch bei allen sonst, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, die hinter mir stehen, mir Tipps geben, immer wieder. Und ich immer wieder bestärken, die Sache weiterzuführen. In erster Linie bedanke ich mich bei meiner Frau, die das Ganze momentan hier richtig gehend mitmacht. Trotz ihrer momentan gerade ja nicht allzu guten Verfassung, da sie eine ja, momentane Gehbehinderung hat und auch nicht gerade ganz schmerzfrei. Und sie trotzdem überall hier mitgeht. Da sage ich, danke Schatz, ich liebe dich. Du bist der Wahnsinn, was du hier fabrizierst, was du hier doch noch durchziehst, vor allem gestern auf dem Kloster. Ja, dann bedanke ich mich natürlich noch bei unserer Burgenkaro vom Kanal Burgen und Ruinen des Pfälzer Waldes. Klickt mal rein, lasst ein Däumchen da und einen Gruß dazu. Und wenn euch das Ganze gefällt, dort gibt es Burgen rund um die Uhr, bis der Arzt kommt. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Abo da, da freut sie sich doch bestimmt. Und dir, Caro, alles Gute, alles Liebe, danke dir für alles, für deine Inspiration. Wir hören und sehen uns. Ein weiterer Special Gruß geht nochmal raus an den Kanal Auer-World-Stuttgart. Der Burgen-Markus, jawohl, natürlich, danke für deine wunderschönen, innovativen Videos.
die mich immer wieder faszinieren. Vor allem deine Bildqualität ist immer wieder absoluter Hammer. Ich hoffe, dir geht's wieder besser und du bist hoffentlich wieder unterwegs für uns, um neue Burgen zu erforschen. Und wir werden voneinander hören, das habe ich dir versprochen. Ich melde mich demnächst und schauen wir mal. In diesem Sinne, alles Gute euch allen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Burg hier auf meinem Kanal. Habt euch wohl, euer Sigi von Utrecht. Tschüss.